Guten Morgen, liebe Leute. Luki! Luki, morgen! Kommst du? Guten Morgen, willkommen zurück bei Familie Müller. Deine Schwester ist da. Lass sie mal. Lass mal angucken. Roman hat gerade bemerkt, dass du eine neue Kamera hast. Ja, das habe ich gemerkt, dass du das gemerkt hast. Das ist schön, ne? Die andere ist kaputt. Nicht schön? Hä, du willst Waschmittel? Verändert sich so viel hier. Unglaublich. Ja, ich habe eine neue Kamera, aber ich habe auch keinen sehr guten Ton. Wir gucken mal, was die Leute dazu sagen. Oh, kann ich das mal sagen. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich wollte eigentlich sagen zum Thema zu Marken. Die SD-Karte kann auch bei der GoPro 7 im Gerät bleiben, einfach per USB an den Rechner stecken und die Dateien verschieben oder kopieren. Das geht natürlich, wenn man wenig Dateien hat. Mag das funktionieren, da hat man die Zeit. So, bei mir ist es aber so, dass ich direkt von der SD-Karte sozusagen schneide, weil es einfach schneller geht, weil ich die Dateien vorher nicht kopieren muss. Wenn ich die Dateien jetzt bei der GoPro drin lasse, dann kann ich die jeweils nur einzeln anwählen, eine Datei anwählen. Ich kann nicht alle markieren und rüberschieben. Das funktioniert nicht. Das kann ich, das sagt mir die GoPro, das kann ich von diesem Gerät nicht machen. Sondern ich muss einzeln markieren, rüberschieben, warten, bis die kopiert ist. Dann nehme ich die nächste, rüberschieben, warten, bis die kopiert ist. Und das muss ich machen. Was war das denn? Was denn? Was war das denn? Niemals machst du das so, okay? Okay. Du sollst dir nicht die Finger abschneiden. Will ich auch nicht. Ja, 9 Stück sehen doof aus, 10 sind okay. Lolli. Sehr gut. Meine Tochter schneidet horizontal. Ja. Sich den Finger ab. Nicht passiert, ne? Nein. Hast du aber Glück gehabt. Großen Schnitt? Fakt ist, dass ich ja so an die 40 Dateien habe pro Tag. Und wenn ich 40 Mal klicke, rüberziehe und warte, bis es dann 30 Sekunden kopiert ist und dann das nächste rüberziehe, dann bin ich ungefähr bei 40 Minuten Mehraufwand. Das kann ich mir nicht leisten. Also baue ich die Kamera natürlich auseinander, nehme den Chip natürlich raus. Ansonsten, wenn ich eine kleine Aufnahme habe, ist das kein Problem. Dann würde ich das natürlich auch so machen. Naja, auf alle Fälle, so ist es. Aber schön, wenn es euch gefällt, dann hat sich die Investition ja irgendwie gelohnt. Da müssen wir mal schauen. Und zum Thema Spendenkonto wird ja immer mal wieder gefragt. Wir haben jetzt eins eingerichtet, ne? Haben wir? Ist noch nicht ganz bestätigt. Wir müssen jetzt irgendwie wir haben das über PayPal gemacht einfach, und wenn uns da jemand unterstützen will, darf er das dann gerne tun. An Freunde. Genau, einfach an Freunde, Mami, an Freunde Geld senden und fertig. Einfach so ein PayPal-Account, und dann bleibt das Geld auch eigentlich erstmal drauf, bis wieder eine Investition anfällt, und die kann man ja dann auch via PayPal bezahlen. Zum Beispiel wie? Wieder mal eine neue Kamera, weil wenn ich die jetzt dauernd auseinander und zusammenbaue, oder jetzt erstmal das Kabel. Wisst ihr eigentlich, was so ein Kabel kostet? So ein Magnetkabel hier für diesen USB-C-Stecker, weil das wird das erste sein, was ich jetzt ausbaue, austausche. Ja. Ne? So machen wir das. So eine Sache. Und so was könnte man dann davon natürlich bezahlen. Dann hat man so ein bisschen Kontingent sozusagen. Ich mache eine Rose mit. Schritt, nicht Schritt. Oder eben so was wie das Fan-Treffen, ne? Das kostet ja auch Geld. Zum Thema Fan-Treffen, da habe ich mir auch ein Budget gesetzt. Kinders? Ich kann ja alles bezahlen, aber ich bezahle natürlich was. Papa. Also wie gesagt, das Bier geht auf mich. Die Kiste. Hab ich nicht
Nicht witzig. Ja, wie gesagt, demnächst gibt es dann halt vielleicht noch so einen kleinen Spendenlink auf der YouTube-Seite oder sowas. Also wie gesagt, oder wer will, der spendet dann einfach da was. Ja, wollte ich nur kurz noch mal anmerken. Also, dann sehen wir uns gleich im Laden heute. Und heute wird ein super Geschäft, Nuki. Ne? Wieso? Nicht wieso? Weil es so ist. Weil es so ist? Geld verdienen. Also. Ja, dann holen wir mal ein Auto her. Jetzt steht ja bei einem Kollegen um die Ecke. Da werde ich jetzt kurz mal hin. Eiern. Hier sind die beiden Schlösser noch von dem Rad. Das Rad wurde abgeholt, die Schlösser sind noch da. Um Gottes Willen, ey. Die bringt jetzt nach oben. Gut, als erstes mal ein bisschen Müll sammeln. Das sieht hier wieder aus. Jo, draußen ist alles sauber, alles Picabiello sozusagen. Einmal gefickt. Ich hab, wie heißt das, ein Blanc de Blanc Chardonnay geschenkt bekommen. Man würde Champagner nennen, wenn es aus der Champagne kommen würde. Vermutlich ist das sowas, keine Ahnung, kenne mich nicht aus. Aber passt ja ideal, weil wir feiern ja morgen den Geburtstag von meinem Vermieter nach. Der kommt nämlich auch, das ist ja auch ein Abonnent von mir. Und kommt eins zum anderen, den habe ich gerade bekommen. Dafür, dass ich was ausgeliehen habe. Ich trinke ja sowas nicht, ich muss anstoßen, aber ich trinke ja sowas eigentlich nicht. Klingt gut. Haben wir auch noch einen kleinen Champagner hier. Ja, bitte? Ja. Sehr gut. Ja, ist doch richtig. Hast du doch gut gemacht. Ist doch vernünftig. Genau, weil die sagt, das ist ganz normal so bei meinen Kindern, dass die auch anderen Leuten die Tür falten. Kein Nachbar. Wo zur Hölle? Raus und stopp. Abstellen. Kann ich hochklettern und dir das holen? Ah, du kannst mir nichts holen. Achtung. Nuki macht der richtige Mehle hier. I love you, Papa, 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 Papa. Oh Mann, bist du gewachsen, ey. Du brauchst eine neue Arbeitshose. Ist ja ein Wahnsinn. So groß bist du. Und dreckig. Oh, die Nachrichten sind da. Die Nachrichten sind da. Heute ist nicht spät. Wolfgang und die News, wir gucken mal. Was gibt's Neues? Aufstiegskampf, Stahlabschied, so sehen Sie alles im TV.
Berliner Pfleger erschreckt Patienten mit Horrormaske. Polizei stellt Suche nach Rebecca ein. Mhm. Mix aus Sonne und Wolken. Finde ich ein ziemlich neuer Abend. Talk heute. Sag mal, hast du heute schon gelacht? Hast du heute schon gelacht? Ja. Ja? Über wen? Über lustige Situationen. Naja, aber sagen wir mal, die lustige. Nee, kann ich dir nicht sagen. Jetzt ist Situationskomik. Auch für Familie, oder wie? Ja, natürlich. Ach so, das wusste ich gar nicht. Entschuldigung. Gestern Mittag mache ich das Fenster auf, kommt Peter vorbei. Ach, ja, Peter. Ja, pass auf, das will ich mal sagen. Ja. Da sagt er zu mir, bist du der Beste? Ich sage, ich weiß schon nicht. Wieso? Ja, wenn du Haus wird verkauft. Euer hat das Haus, euer. Wird nicht verkauft. Weiß ich, er sagt ja aber. Ja, ist ja Quatsch. Ja, da sagt er wie, ja. Na ja, meint er, die sind ja alle voll, aber gerade rumgegangen und alle wirklich. Nee. Ich hab mir ja viel Antwort gegeben, ich hab nicht so drum gedacht, hab mein Wetter viel gemacht und was weiß ich. Der kriegt für 20, da sind das ganze Haus 85. Ach, ist ja egal, ich sag's ja eh in meinen Videos. Aber dass es eben nicht so ist. Nee, ich weiß es überhaupt. Dieses Haus wird nicht verkauft. Fertig, aus. Da braucht jetzt keiner dumm rumreden. Ich hab ja nicht, ach, ich miete das nicht an. Und ich dachte, das war eher hier rum. Weil er dir überall rumquatscht. Das ist doch Blödsinn. Ich quatsche dir auch überall rum. No, 89 Millionen Euro hat er gemacht mit der Grumpy Cat Katze. Das ist ein Ding. Ja, ja, ja. 89 Millionen. Wahnsinn. Gut vermarktet. Nicht schlecht. Ja, da müssen wir auch noch hin. Kannst du nicht mal Grumpy sein? Sei mal Grumpy. Mach mal Grumpy Gesicht. Mach mal. Nee, mach ja. Auch nicht. Ja. Ach Mann. Das ist ein Grumpy Wolle verkaufen. Für 89 Millionen, wer will ihn haben? Der Mika muss kommen heute, der muss sein Fahrrad. Mika, wo bist du denn? Dein Fahrrad, Mann. Das stört jetzt doch. Na, ja, lassen alle die Sachen bei mir. Und dein Fahrrad muss heute verkauft werden, endlich. Ja. Ja. Ich ja. Na, ich pack das mal gleich alle raus. Ja. Und dann gucken wir mal. Ja. Zu sehen, wenn du Zeit hast, sitzt da hin. Wenn nicht, kommst du später wieder. Sagen wir mal so, ich räume jetzt ein bisschen raus. Ich werde mal meine Zeitung in Ruhe lesen. Genau, mach das mal. Und dann, ich habe da heute eine Großfahrt vor mit dem Silberheim 1. Und dann komme ich so durch. Und dann komme ich heute Abend nicht zu Tage ohne Strille. Wenn ich auf Fußball komme, esse ich Armbrot, eine Stunde, dann bin ich auch so halb sieben, drei oder sieben Uhr wieder hier. Und dann wird das sehr schön. Wenn wir schön Abend dann müssen quatschen. So, machen wir. Genau das machen wir. Wird der große Großwart los sein heute bei dir? Ja, ich hoffe, das ist Großwart los. Na, sag mal, Wolfgang. Ja, Alter, ja. Wolfgang, du wirst langsam unbeliebt hier, wenn du mir wünschst, dass nicht nein, los ist. Nein, ich brauche doch Kundschaft. Weiß ich ja, ich sage ja auch nicht mal. Dann wird da sowieso nicht los sein. Naja, aber ich hoffe, das ist viel. Wird schon, ja. Gut. Du, das Wetter ist ja kalt gewesen, unbeständig, das ist heute mal... Das ist doch schön, heute ist nicht mal rum. Das ist ja ein Zeitwissiger, das sind 3 Tage und dann ist es wieder... Das ändert sich von heute auf morgen, ich weiß es. Ja. Jo. So, Kiste, hab ich ein bisschen sauber gemacht hier. Jetzt kommt nämlich Spielzeug rein. Zum Basteln. Vorsichtig. Meine Tochter versucht mit dem Feuerzeug umzugehen. Ich bin sehr gespannt. Das ist ja ihr. Rotes Tuch. Ja, du machst mal die neue. Du machst mal die neue. Weil die alte. Warte. Ja, du musst schnipsen. Seitlich den Daumen. Okay. So. Okay. Und dann da drauf landen, so. Zack. Zack. Okay. Zack. So. Genau, und jetzt schnipsen. Jawohl. Nochmal. Hey. Vorsicht. Ups. Die Kerze schräg halten, nicht das Feuerzeug schräg halten. Also. Feuerzeug nach oben.
Das Feuerzeug bleibt so. Du schnippst, machst an und die Kerze hältst du dann so rein. Okay? Okay. Erstmal konzentrieren, anmachen, genau. Hey. Ich wollte gerade pusten. Ich bin ja fast stolz auf dich. So, das mal ich, weil es so weit drin ist. Okay. Super. Danke. Erstmal. Haben wir jetzt noch eine Tasse hier? Ja, ich hab den auch noch. Wow, sehr schön. Ja, die stelle ich auch dahin. Ja, mach mal an dem Rad weiter, weil kommt kein Kunde. Es ist jetzt, wie spät schon? Spät. Fast 12 Uhr. 19 Minuten. Läuft die schon. Oh. So. Steht da nicht, wie viel Uhr es ist? Nein, da, auf der Uhr steht, wie viel Uhr es ist. Mit was ich poliert habe hier? Ich habe mit Chromorapid poliert. Chromorapid. Das Fahrrad hier gehört mir. Pedalen. P. Pedalen. Ja, das kriegen wir nicht raus. Das ist alles schlimm. Pedalen fehlen und die Kette fehlen. Was? Das habe ich ja gerade ran gemacht. Guck mal, das hat der Mama gemalt hier. Das Kettenblatt. Guck mal von der anderen Seite. Pedalen fehlen, die Kette fehlt. Diese Dinger zum Festhalten fehlen. Die Schnur muss ab. Ich kann gut sehen, ich ziehe mal. Warum schneiden wir nicht? Und man kann zwar lenken, aber da fehlt noch was, die Bremse. Achtung! Hab ja Kleidungssachen an. Mal gucken, wie viel jetzt unten rausgelaufen kommt gleich. Ob da noch was kommt. Ach, da ist nichts. Nichts zu löten. Also mit dem Ding kannst du fressen. Ständer? Ja, der Ständer. Oh, das ist wild. Ich glaube, oben war nicht. Yay! Was ist das? So, gut, okay. Haben wir. Also müssen wir nur noch ein bisschen polieren. Nein, wir müssen. Das muss raus. Ja, das muss raus. Das muss raus, da. Das ist doch das Problem. Halt mal fest, da. Genau, du hältst mal fest. Ich bereite mal vor. Das hier, ach, das kann ja eh nicht jetzt in nächster Zeit aufbauen. Dauert eh noch einen Moment. Jo, schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Achtung, hält's fest. Jetzt wird's Akku, jetzt wird's Akku. Nee, das ist nicht gut. Wird auch nicht Akku. Ist ja ekelhaft. Was willst du denn? Zeig ihn ihr, Mann. Die will den sehen. Oh, die Mutti will mir den gebrochenen Zeh zeigen. Ich will ihn ja nicht sehen. Wieso machst du denn das? Ich bin total blöd gegen so eine Kante gerannt. Was für eine Kante wieder? Die Schuhkante. Ich würge dich. Ich würge dich. Warum? Aua, aua, aua. Ich weiß auch nicht. Ich hab die nicht richtig. Es muss oben rauf was auf diesen Punkt. Nee, ich will nicht. Oh, komm, ey. So, ja, und jetzt machen wir mal Live-Vlog hier. Zeh blutet. Nein, hör auf, meine Füße sind schwarz von den Socken. Guck mal. Oh. Die ist doch Olle, die Olle. Die Olle ist doch Olle, ich mag das nicht. Ach, warum macht die denn sowas? Wer macht denn sowas überhaupt? Moin. Ich habe nur euer schönes Fahrzeug. Ja, da muss man ja. Wisst ihr ja Bescheid. Die Schweine wiegt.
Hannes, warum machst du das? Ich frage mich echt, warum machst du das? Warum? Nur um Aufmerksamkeit zu kriegen, oder was? Ich weiß nicht, ob Nagel da kommt, du siehst ihn so richtig. Naja, auf jeden Fall denkst du, warum ist das so nass? Ich hasse dich. Du bist genauso. Ich hasse dich dafür, wirklich ohne Scheiß. Diese scheiß Dinger, ey. Wie kann man denn dagegen laufen? Jetzt habe ich alles freigeräumt. Ich wollte hier gerade im Moment so laufen. Scheiße, Alter. So, ich gehe jetzt einkaufen. Das hab ich gemacht. Ja, einkaufen geht dann wieder alles, oder was? Oh, nee, ich muss ja, was soll ich machen? Wir haben hier keine Hunde. Alice? Ja? 20 Euro sind für, quasi so für uns, so für Sinnlose. Wenn du so willst. Für Schnickschnack, für Zubehör. Ja, wir gehen jetzt einkaufen. Ich mache heute Spaghetti Bolognese, Tommy. Okay, ja. Das Essen nicht immer gerne, wie es so geht schnell. Mann, ey. Schmerz. Ich hasse dich für sowas. Aber ich mach mal weiter. Okay, wie mache ich das? Ich habe jetzt hier eingeweicht, habe ich ja. Jetzt wird das ein Dauerplatz auf dem, in dem Schraubstock hier bekommen. Und zwar, ist die Kamera überhaupt an? Ja, sie filmt. Und zwar nehme ich eine Ständerschraube. Habe ein bisschen Gummi drum gewickelt, damit es nicht reinfällt. Die passt hier nämlich relativ gut hier oben rein. Pack die so rum rein. Dann und werde es in den Schraubstock einspannen, verkehrt rum hier. Ne, halt zuerst baue ich hier alles ab. Ich wünsche einmal, können wir da was glatt gehen hier. So ein bisschen Spannung ist ja so der Druff, der kann sogar weg. Ist ja unglaublich. Kriegen wir hin. Ja, was? Geil, das ist lustig. Wow, wie geil. Oh. Oh, Erfolg. Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Wow. Wow. Oh, bin ich happy. Oh, bin ich happy. Bin ich happy, ihr lobt das ja nicht. Sieg! Sieg, Alter! Sieg! Oh. So, jetzt gucken wir mal das Ding noch aus. Es ist wieder. Das hilft, wenn ihr das nicht macht. Dann quetscht ihr das platt und reißt das nur ab. Das Aluminium hier. Habt ihr keine Chance. Ihr müsst das verfüllen mit irgendwas. Ich nehme halt immer diese Schrauben für den Ständer. Die sind eigentlich ganz geil. Die sind fett gearbeitet, fett massives Material. Die kann man nehmen. Boah, bin ich happy gerade. Find ich das gut. 26,6. Ich find's cool. Tja, jetzt baue ich das Hinterrad draußen wieder zusammen.
zuerst auseinander, dann setze ich die Achse nochmal um und wieder zusammen. Wolfgang, Amadeus. Ja. Mal tun, was eine halbe Stunde Gesellschaft leisten. Das ist gut. Und direkt Mittag machen und dann weg nachher. Zum Fußball gehen. Fußball? Ja. Heute wird es sehr spannend, heute müssen wir uns das letzte Spiel noch angucken. Ich habe keine Ahnung von Fußball, Wolfgang. Ja, weiß ich ja. Versuch bloß keine Diskussion mit mir über Fußball anzufangen. Nein, nein, mach ich doch nicht. Ich will ja wohl sagen, heute letztes Spiel. Und... Du jetzt wieder Arena? Ja, ja. Wolfgang ist voll Tarnkappe heute auch. Tarnkappe? Du hast ja Olivtarn, dein Armband von der Uhr ist auch oliv. Das passt hier zu meiner Kamera, da ist der Akku auch oliv. Passend. Halt, ja, weiß ich, hast du mal erzählt. Hab ich. Der Wolfgang kriegt viel geschenkt. Das ist viel. Mein Rasennachbar, der sagt, der hat so viele Uhr, die braucht er nicht mehr. Das ist nicht ruhig. Ja, ist viel zu warm jetzt gerade für mich hier. Ich habe hier Pullover und alles an. Ich muss mir mal ein Hemd anziehen wieder. Jetzt wird es Zeit, wa? Gestern so kühl noch? Das ist ja nicht mehr. Guck mal, wer da kommt. Moin. Moin. Ach, Moin, lange nicht gesehen. Nee, das wird er nicht, wa? Und neue Tat hat er auch. Ich gebe mal nicht die Hand. Nö, ich hatte schon eine Weile. Okay. Nö, das habe ich schon ein Jahr jetzt fast. Ja. Über ein Jahr wahrscheinlich. Ich dachte, ich rede mal mit dem Schicker vorne. Nur mal was sehen. Hast du viel Rucksack? Ja, ja. Ja. Ich muss nur eine Träne. Ich muss erst dreh dich mal nach vorne. Ja, ja, nee. Die Rucksäcke sind am schönsten. Wenn ich jetzt das breite um die Woche mache. Kein Unach, ja, wenn ich ja, das ist meine Kleine. Ja, ja. Passt schon. Wolfgang wollen Sie auch sehen. Morgen dann. Ja, das ist ja. Wolfgang ist YouTube da. Da? So was ist schon geil. Eine Stunde bist du da, wa? Sehr. Da ist er, da hinten durch. Ah, da ist der immer gerade aus dem Feuer. Ah, da ist der hier. Nein, Leute, dann wird trotzdem schön. Ja, trotz Arbeit. Oder was heißt trotzdem? Ja. Morgen viel Spaß. Ja, du auch. Ja, danke. Schön. Machst du das denn auch? Ja. Ciao. Ciao. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Total gespannt.
total gespannt. So, jetzt haben wir das Rad. Jawoll, Einbaumaß, wir brauchen. Da ist kein Platz mehr, da ist kein Platz mehr, jetzt ist perfekt. Stimmt die Kettenlinie hoch? Ja, jetzt stimmt die Kettenlinie, geil. Jetzt kommt hier ein Ritzel rauf, so ein Eingangritzel. Und dann so ein Freilaufritzel und dann kommt, wird das alles noch umgespeicht, drüber gespeicht. Und dann ist das Hinterrad fertig. Na, hier sieht man ganz schön, wie es läuft. Wie viel Abstand hier ist. Wie viel Abstand hier ist. Ja, das müssen wir halt ausgleichen, ne? Da sieht man es auch an der Bremse. Das müssen wir halt ausgleichen. Wir müssen die Seite jetzt lockern und die Seite straffen, fester ziehen. Dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Und sehen wir gleich. Yay, der erste Auftrag ist da. Um fast 13:30. Aber ich sagte, das ist schon hammermäßig geil, dass ich die hier raus habe. Dass ich das hier ausgeschraubt habe. Ich habe gerade ein Kleidchen, was ich für euch hatte, jemand auch. Aber ich habe trotzdem. Ich habe ja schon 7 Stunden. Aber ich müsste ich eher schon 3 Stunden. Aber ich meine. Oh Mann, ey. Was ist los? Was ist los? Ich schätze mal, das ist kaputt innen drin, aber wir gucken mal. Das ist Recycling. Hier ist noch ein bisschen, noch ein bisschen. Der kann ich kein Geld abnehmen. Sozialstation. Das brauchen wir. Kiezpflege. Das ist Kreuzberg. Ja, das gibt es schon. Die weiß ich noch. Ich habe ja meistens mit Überladung 50 Kilo oder teilweise. Gestern war ich auch mit Schneiderin eigentlich. Ja. Super Ding. Also ich habe das richtig gemacht. Du hast was auf dem Kasten. Ich bin eine richtige Kastenbräu, bloß ich werde immer älter. Da kann man nichts gegen machen. Gestern war ich sehr fertig, aber was meinst du? Ich habe riesige, total super Sachen am Laufen. Meinst du, wir kriegen es hin? Das weiß ich nicht, ich hoffe. Das Problem ist, innen drin kann ich jetzt nicht reingucken. Das ist richtig Arbeit. Das weiß ich nicht. Kann ich jetzt nur nachstellen. Ne? Kann ich jetzt den nur nachstellen. Ich denke schon, ich mache es einmal top und dann kann ich irgendwo als, weiß ich, also es ist mein super Ding. Ne? Ja, außer und Talent. Den Talent habe ich. Ich könnte auch mal die Versicherung kriegen. Du bist ja auch verbrannt. Das machst du, wenn der Papa alt ist. Wenn er ihn nicht mehr brauchen kann. Das passiert bestimmt bei ihm an. Geht es? Probier mal aus. Naja, ich laufe nicht. Aber guck mal, er ist fest. Er hat gewackelt? Da hast du gesehen, wie es gut war. Würdest du mir deinen Frondienst auch so mal kurz, ohne dass ich dir... Weißt du, gestern habe ich ein Stück Kuchen verdient. Ja, das heißt, habe ich gefordert. Wenn ich heute deinen Frondienst einfordern kann, dann machst du mich zur zweiten... Nee, du musst jetzt nicht zahlen dafür. Alles Nein, gut. Dankeschön. Kein Problem. Dankeschön. Guck, ich habe einen schönen Moment, ne? Vielleicht, aber ich habe schon gemerkt, ich dachte, hier wäre... Das ist echt neues Styling hier. Ist das neues Styling, ne? Neues Jahr, neues Styling. Ja. Und es ist noch nicht fertig, also bloß, ich bin ja fast jeden Tag voll drin. Das ist es bringt was, weißt du? Das ist wichtig. Manchmal tue ich gar nichts drauf, wenn es besonders gut ist. Und heute muss ich die Gelegenheit nutzen. Hier um die. Vielen lieben Dank, Thomas. Ich wünsche euch auf jeden Fall erst in die Wäsche. Das ist super gut. Ich wünsche dir eine schöne Ferien. Ist das schon wieder super? Nee. Nee? Ist sie hier fleißig, Anu? Anu? Ja, ist fleißig. Ja. Tschüss. Ciao. Ciao, schönen Gruß, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Nein. Dankeschön. Oh, ich viel besser kommen. Ciao, hallo. Hey.
Nette Frau. Nette Frau, ja. So, jetzt. Du hast gesagt, dass ich das abklipsen muss. So, wir beobachten mal, was sie macht. Außer alles kaputt. Na los, klipp's ab, aber den brauchen wir. Drück! Okay. Mit Stärke. Jetzt musst du das aufmachen. Auf. Genau, mit Werkzeug natürlich. Und den Rest vom Zug rausnehmen, die Zange wieder wegpacken. Und einen Schraubenzieher brauchen wir, Anouk. Ein Schraubenzieher. Du kannst nie gerufen. Welchen Locker willst du benutzen? Du? Ich doch nicht. Nee, den nicht. Auf gar keinen Fall. Den hier. Okay. Wieso soll ich das? Okay, recht. Der Zug kommt weg. Und den Rest brauchen wir. Okay. Ich drehe das auf. Genau, Schraubstock auf. Das ist zu. Finger aufpassen. Mhm. Jetzt? Und da kommt ein Schraubenzieher wieder. Und das kann gleich in den Müll. Die sind da. Da, die sind da. Okay, und der Zug hier, den ich glaube, ich weiß, wo der. Den brauchst du denn da ein? Den fädelst du oben wieder rein. Okay, dann muss ich den wieder reinstecken. Genau, den Rest mache ich, nehme ich hier oben. Hier ist er. Der muss natürlich da oben wieder eingehangen werden. Da kommt Anouk nicht ran. Jetzt zieh mal, Anouk. Nochmal? Jawohl, jetzt sitzt er. Seht ihr, so funktioniert es. Und das wird jetzt im Grunde genommen abgeklipst. Nein, da wird jetzt erstmal der Teil wieder aufgesetzt hier hinten. Ah, hier rein. Genau. Und jetzt das. Nein, und jetzt wird das festgeschraubt. Erstmal handfest. Genau. Und wir müssen das Hinterrad ja eh noch ausbauen. Das Hinterrad muss ja raus. So, jetzt geht das Teil erstmal nicht verloren, weil es handfest ist. Hier drauf. Und jetzt müssen wir das Hinterteil hier eh ausbauen. Ich muss mal richtig anfassen. Mit dem musst du erstmal die erste locker. So. Und jetzt kannst du das machen. Okay? Okay. Denk dran, die Mutter brauchen wir. Ganz raus? Ganz raus. Hoffnungslosen Fall fertig. Ich kann ja mal schauen, ob ich ein gebrauchtes Radar habe mit einer Nexus 7. Jetzt kommt der Reifen runter mit Hilfe von den Reifenhebern. Tada! Der ganze Reifen kommt jetzt raus, oder? Nee, der Schlauch kommt erst raus, genau. Das ist schon. Ah, das ist gleich hier. Ach, nein. Gegenüber vom Ventil anfangen. Fängst du gegenüber vom Ventil jetzt an, fährst du rein, holst den raus, okay? Okay, danke schön. Oh, wo ist denn die Kamera? Guck, die siehst du? Hier, ja. Oh. Keine Angst, Madame, Sie sind voll im Bilde. Papa! Es geht schwer raus. Was ist das hier? Das wurde schön zugeklebt. Guck. Ja, das ist durch, das Ding. Alles ab, alles raus.
Das ist ja viel zu dick, der Schlauch, den kann ich nicht nehmen. Den Schlauch möchtest du wieder mitnehmen, da schraubst du bitte das Ventil einfach wieder rein, also den legen wir einfach zusammen. Wir gucken mal gleich nach. Also den Schlauch mussten wir halt einen anderen nehmen, weil der ist einfach viel zu... Hallo? Nee, auf gar keinen Fall. Danke. Das tut mir wirklich leid für dich. Ich weiß, das tut dir immer leid für mich. Aber das möchte ich nicht. Danke. Sie werden... Ja, ich weiß. Sie werden eines Tages... Genau. Zweifelnd und bittend und genau, ja, danke. Ja? Das sind die tolerantesten Ansichten, die ich von dir jemals gehört habe. Okay, wunderbar. Haben wir das geklärt? Ich will. Darf ich das machen? Ja, seit Jahrzehnten. Und immer. Ich muss das auch immer weiter versuchen, das ist ja irgendwie. Ja, weil er sich nicht mehr erinnern kann mittlerweile. Jetzt wird es penetrant. Früher habe ich ihn. Er ist ja Lächler, müssen wir sehen. Aber wie das denn umswitcht, wenn man sagt, nee, dann ist das bei ihm so. Hölle! Hölle! Aber man landet doch nie in der Hölle. Ja, was für eine Hölle? Da unten in den Gulli oder was? Das war die Götterdämmerung. Ich werde in der Hölle landen. So ist das hier. Landest du aber nicht. Du bist schon in der Hölle. Ich bin schon in der Hölle. Bin ja unten. Ja. Danke, Anouk. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Vielleicht solltest du mein Pressesprecher werden, Anouk. Krasse Sprecherin. Anouk, ich übergebe das Wort an meine Pressesprecherin Anouk. Sie werden eines Tages in der Hölle landen. Nein, bist du doch schon. Genau. Ist doch schon wieder. Macht er dann so. Wie jetzt? Wie kannst du, mein Sohn, das Leben auf der Erde als Hölle bezeichnen? Du weißt nicht, was das Fegefeuer mit dir macht. Deine Seele, Höllenqualen. Was ist das da für ein Teil? Den Pullover. Nein, dein Bauch. Das ist mein Bellybutton. Ein Bellybutton. Mein Bauchnabel. Das hier kommt rückwärts. Ah, da fehlt was. Vorne, Hilfe. Vorne Kette? So, boah, ist das schwierig, ey. Genau, das ist schwierig. Und rein mit dir. Genau, erstmal die andere Seite hoch. Weil da ist so eine Fixierscheibe drauf. Jetzt mach erstmal hier den Dings rein. Da ist er doch. Oh Mann, ey. Ah, kriegt die Krise, ey. Also was? Die Kamera gesucht. Das ist noch nicht fest. Das müssen wir festmachen. Das ist ja auch noch nicht fest. Wird bestimmt essen. Dann muss ich nämlich, wenn Anouk schraubt, muss ich natürlich hinterher kontrollieren. Jede Teil. Und das mache ich dann natürlich aber auch. Kannst du dann nicht einfach sagen, oh gut, ist gut, kannst du losfahren. Hier wird essen? Ja, Spaghetti. Nee, yeah. Ja, das ist gut, das reicht ja gerade so.
Du hast den Schlüssel mitgenommen, war der Achterschlüssel und so, den brauche ich jetzt gleich. Yeah. Ja, aber lass jetzt. Nein, den Achterschlüssel habe ich nicht mitgenommen. Ja, wo ist der? Der ist nicht unten. Oh, oh. Nicht so? Der ist doch klein gewesen. Nein. Genau. Okay. Voll. Hallo. Ja, habe ich mir gedacht. Voll. Paprika, was los? Hier ein paar Babybücher für dich. Ja? Alles fresh? Ja. Alter, ey, du kommst an und klingelst. Ja. Einfach Pumpe in der Vitrine. Wohl. Ach. Hast du die Schlüssel rausgekriegt aus dem Venora? Venora, Venora. Gestern und quer gestellt, dass das WD-40 drin war. Ja, heute Morgen hat sie gelöst. War ansonsten geil. Hätte ich nämlich eine Reibader oder so Nachtbedarf. Aufgebracht. Nee, das hat echt 26,6 Durchmesser. Ja, ja, nee, wie gesagt, ich habe da so eine kleine Sammlung. Okay. Wenn das nächste Mal. Das also wäre schade gewesen, weißt du, weil das der Rahmen war auch echt gut. So ein, das war, wie hieß der? Qualität. Ja, so ein Weiberrad halt. Ja, aber hey, der. Nee, alles gut. Oh, in Bielefeld hat die Löte da. Hat ja nichts zu sagen, ob es da lang geht oder da lang geht. Mal eine ordentliche. Naja. Gestern wollten wir, wir waren schon hier gewesen. Und, du weißt was. Jetzt haben wir aber nur Klassenfahrt. Ja. Abholen. Der meinte, er hat auch eine. Setz sie auf. Erstmal die Überlegung. Ja, das ist bei dem wahrscheinlich das gleiche. Musst du schauen. Ja, oder? Da kam ich zu tief runter mit dem Hintern. Ja, das hat man gesehen. Ja. Schön überzogen wurde. Und da ist völlig überzogen. Und da sah es recht sauber aus sogar. Und dann. Nee, aber du bist. Und der. Viel zu doll auf dem Hinterrad gelandet. Das wie die machen können, dann den Rest der Strecke. Ich komme genug vom Kino jetzt. Er ist mein Sohn. Ja, ab und zu schon zu sehen gewesen. Ja. Selten. Ja. Genau. Du bist ja fast nie zu sehen. Schniepel. Dann ist jetzt nochmal durchgezogen, abgeschnitten und dann ist der Schniepel weg. Aber na siehst du, bald fertig. Das ist mehr Mais. Wow. Herzlich willkommen beim realistischen Betrachten des Orbits. Hey. Der Bremsweg. Ist ja super, was hast du denn? Genau von der Hand angehalten. Bei diesem wunderschönen Phönix aus der Asche. Also, der noch mal aus der Asche raus, ja? Kommt der noch mal raus aus der Asche? Der ist gar nicht so tief in der Asche drin eigentlich. Aber er hat Angst. Er hat Angst, er klappert vor Angst hier vorne. Das ist das Problem, was sie alle haben. Dass die Halterung abreißen. Dass die Halterung abreißen, die Nieten bei Berliner Kopfsteinpflaster vor allem. Sehr gerne. Da hat sie es dann ausgenietet. Das bedeutet viel Arbeit. Also, weil man es einfach viel, wie sagt man? Fleiß. Es ist gar nicht Frickel- so. Halt. Es ist halt Frickelkram. Man muss es ausbauen, man muss das Rad ausbauen, den Schutzblech abbauen, also Bremse abmachen. Dann die Niete ausbohren, ein größeres Loch bohren, Schraube durch, Mutter durch, alles wieder zusammen. Popniete macht keinen Sinn, dann ist das eine Unterlegscheibe, tralala. Das wäre das Gleiche, weil die Popnieten sind auch Aluminium im Grunde genommen Hülsen. Hast du ja oftmals und dann die rubbeln sich ja auch schnell wieder durch. Ja, jetzt auch ein Stahl, aber ey. Und dann die passende Werkzeug dafür. Da musst du noch eine Unterlegscheibe dagegen setzen, damit das Gekröpfte nicht und so weiter wieder rausrutscht. Siehst du? Ich weiß. Deswegen ist das ein bisschen Arbeit. Mach ich jetzt, aber. Weil die Kunden dazu wollte. Kamera explodiert. Das ist eine Actioncam, die musste ab, wa? Die musste ab. Genau. Das hat man ja unmittelbar die Klarheit, die mehr ist. Und der Ton, sag mal du, was? Ganz normal. Na,
ganz normal, okay. Ja. Ich finde das über die Kopfhörer, wenn ich es schneide, kriege ich Krise, kriege ich Kotze. Ist aber immer so, weil du zu nah dran bist und nicht den Raum dazu hast. Das ist richtig, aber bei dem anderen, bei der Vierer, ist der Ton klar. Das ist natürlich klar, warum. Weil die ist wasserdicht, die Vierer nicht. Genau. Also hat die eine Membran davor. Genau, es muss ja irgendwas. Irgendwas ist ja scheiße daran, aber für mich, ich bin so ein Tonfetisch, wisst ihr nicht. Ja, ich weiß. Ja, heute ärgert mich ein bisschen in der Wuhlheide. Und die ganzen Hip-Hop-Bands hier, De La Soul und sonst irgendwas. Ja. Public Enemy und so. Ja? Sind heute? Was? Ja, das Pferd war schön und gewesen. Das sind genau nur so alte Knöpfe wie wir hin. Noch ein bisschen älter. Oh, guck mal, ey. Dann kriegst du ja nicht mehr mit Boran. Doch andersrum, na klar, andersrum. Ja. Zack, fertig. Rock! Müssten so eigentlich zwei Abstand sein. So. Das machen wir. Ja, geil. Hammer. Jetzt muss ich nur noch Schräubchen. Warte mal. Ach, wo bin ich denn? Jetzt muss ich mit dem Hammer hier vorne. Weil hier ist ja alles ausgerissen auf der Seite. Da kann ich nichts mehr machen. Hier, bitte, guck. Da kann ich nichts mehr, wo ich nicht mehr schrauben. Also muss ich es umdrehen. Und auf der Seite. Dann muss ich das hier erstmal platt machen. Das mache ich jetzt. Dazu nehme ich einen Hammer. Und dieses Teil. Mensch, sieht aus wie original. Jetzt können wir den hier hin. Jetzt bauen wir noch. Die Scheiben passen ja. Zwischen der Markier. Improvisiert, ne? Okay. Okay, das hält. Ein bisschen improvisiert. Mal gucken, wie wir hier mit der Schraube hier klarkommen. Den Festschrauben, schauen wir mal. Überdimensioniert wieder. Ja, lieber zu viel als zu wenig. Ich habe ja auch mal den Kattel. Also jetzt so kurze Dinger. Ja. Ist doch super. Wird zwar nicht wesentlich länger halten. Ja doch, schon, weil wahrscheinlich die kleinen Punkte da. So, naja, aber gut, Blech, das Trägermaterial ist halt scheiße. Genau, das wollte ich damit sagen. Blech bleibt Blech. Aber da hat zwei fette Punkte, wo es abreißen muss. Schauen wir mal, dass man an den Schraubenköpfen vorbeikommt zum Festschrauben. Da war erstmal nicht so schlimm. Und dass das denn immer noch hoch genug ist, damit es nicht schleift. Ja, das ist immer so eine Sache. Also, du musst halt mit dem einen und dem anderen rechnen. Zu gut gepumpt. Das dauert immer besser. Ja. Ja, nice, danke dir.
schon mal einen Zehner geben. Ich hab grad mal. Ja, hast du recht. Jetzt kann ich nicht mehr zwei geben. Doch, kannst du. Ja, cool. Dann stehen wir kontra. Mich auch geben. Ich kannte ja nicht mit dem Ober. Nee, ist ja alles gut. Nee, ich jetzt den hier hin tun. Kannst du mich schlagen, ja. So, Wolfgang, sein Rad wird vielleicht verkauft jetzt. Wolfgang sitzt schon da, in den Startlöcher. Können Sie mich hören? Unterbrech. Können Sie mich hören? Ja. Ach so, ja. Das ist ein Lied? Das ist ein Lied, ja. Das ist, kann ich dir sagen, das ist, weil die sind natürlich alt, die sind zwar nicht verbraucht, aber die sind verhärtet. Die sind, ja, sie, I have three problems. Three? Oh. Only three. Wolfgang, drei Probleme. Drei Probleme. Einmal Bremse quietscht. Three things I noticed. The Farbe. Kommt gleich. Schwarz. Machst du schwarz oder die andere Farbe? Ich bin da, das ist mir gleich. Ich habe ihn da nicht festgelegt. Ich mag schwarz mehr. Mach deine Tochter da die andere Farbe mehr. Ich glaube, er ist auch nicht festgelegt. Na, ich räume unten ein bisschen auf, denn gleich. Ach, ich muss die Pedale noch tauschen. Ich tausche noch die Pedale von denen, blauen. Okay, liebe Leute, so, ich bereite vor. Für morgen, das heißt, jetzt ist ja es ist Samstag. Samstagabend muss immer alles schön aufgeräumt werden, damit am Montagmorgen der Müll kommen kann. Da muss hier alles weg. Aber jetzt müssen wir erstmal hier die ganzen Räder zusammenräumen. Ich weiß ja nicht, warum die gute Frau nicht kommt hier mit dem Schlauchwechselrad. Das ist ja nun wirklich kein Rad, was ich hier unbedingt. Das ist der Bianchi immer noch, der ist immer noch da. Der will das echt nicht wieder haben, anscheinend. Das ist echt eine Frechheit, irgendwie. Das ist Wotec. Der will das wieder haben, auf jeden Fall. Fertiges Verkaufsrad, Pegasus. Das Rennrad muss ich noch fertig machen. Dann kommt jetzt Centurion, das Mars hier drin. Also beide so baugleich. Mars, Centurion. Klugerteil. Bild. Da kommt das Baby Dirt hier drin. Da kommt das Rennrad hier drin. Der Venoa. Und das wieder. Jo, zu dem Bunker. Mann, heute habe ich richtig zu schneiden. Was ist das? 2 Stunden 18? Ich habe heute keine 12, 13 Stunden aufgenommen. Echt? Habe ich? Na, Wahnsinn.
Gut, liebe Leute. Ich würde mal sagen, was wollte ich noch machen? Ach, die Kiste muss hier noch weg. Ja, die Dinger hänge ich jetzt noch an. Mensch, Mika, wo warst du? Ey, echt, dein Rad, das stört jetzt extrem gerade. 1, 2, 3. Das sind drei Haken, an einem hängt Mikas Rad. Oh, ich krieg die Krise. Mann, Mika, Mika, wo ist denn der Mika? Hallo. Moin. Moin. Ja, bitte? Was? Ja, bitte? Fahrrad hat mit ein Problem. Alter. Er hat ein Problem, ja. Na, ist er nicht alt? Nein. Nein, 2, 3 Monate. Na, ab dahin zu gehen. Wie viel würde das billigste kosten? Ey, frag nicht nach dem billigsten, Alter, ich krieg die Krise. Ja, ihr sollt zumindest durchschalten. Hier. Also für ein paar Moment. Decathlon Rockrider. Tada, voll weggebrochen. Diese glaube ich nicht mal an. Hm? Ich glaube diese nicht mal an. Ne? Doch. Dies an. Weil das Display an ist, kannst du auch mal an. Wenn das Display die ganze Zeit an ist, dann. Ist ja, kommt halt auf YouTube. Hi. Du brauchst besseres Material. Du brauchst ein vernünftiges Schaltwerk, was wenig Flexibilität hat. Also in sich schon, wenn es neu ist, haben die Dinger schon eine gewisse Art von Toleranz. Umso teurer das Schaltwerk, umso weniger Toleranz. Das heißt? Also diese Nieten, das schlackert nicht hin und her. Das Problem ist, das war wahrscheinlich sogar falsch eingestellt oder irgendwas. Und dann bist du hier in die Speichen gekommen, wa? Nee. Ja? Okay. Und dann hat sich das hier abgebrochen. Ja klar, dann bröselt das weg. Das ist ja jetzt normal. Also, heute Morgen mein Fahrrad aus der Reparatur geholt, den Hinterrad geplatzt. Der Schlauch war kaputt. Bei dem? Ja, bei dem. Und jetzt? Warum bist du nicht da bei dem Laden? Hm? Warum bist du nicht zu dem Laden zurück? Was ist jetzt gerade passiert, oder? Nee, gerade auf dem Weg nach Hause. Ich war Bürgerscheck. Und du fährst Bürgerscheck, genau. Das sollte es eigentlich können, das Laden. Aber du siehst nicht mal, das kannst. Geh hin zu Decathlon, wo du fährst. Ich weiß nicht, wo du die geholt hast. Schöne Weile. Geh hin, sag, pass auf, was ist denn das? Dann sagen die, ja, unsachgemäßer Gebrauch, was auch immer, ist scheißegal, lass egal. Probier, dass du auf Garantie oder irgendwie kriegst. Ansonsten, diese Teil haben die definitiv da. Du brauchst dieses Rahmenteil unten, was verbogen ist. Das muss ersetzt werden. Das ist keine Chance. Nee. Problem ist einfach, der Käfig ist gebrochen vom Schaltwerk. Du könntest das jetzt eigentlich noch benutzen, aber hier hinten der Käfig ist halt durch. Und deswegen ist das. Das müsste ja eigentlich so. Ich glaube, es wäre gar nicht schlimm, wenn es verbogen wäre. Ist ja verbogen, ne? Aber wenn das nicht gerissen wäre, könnte ich ja noch fahren. Auch wenn es verbogen wäre. Nein, kannst du nicht, weil das natürlich das Schaltwerk, die Stellung des Schaltwerks bestimmt. Du könntest vielleicht ganz außen irgendwie fahren. Aber das Schaltwerk steht ja unten denn so, in die Speichen rein. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Siehst du ja hier. Wenn die Kette hier oben drüber läuft, dann siehst du ja, wie schief das steht. Ja, willst du machen? Ich meine, was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt nur gucken, irgendein altes Schaltwerk anbauen. Hätte man jetzt machen können, aber wenn er keine Zeit hat, geht es natürlich auch nicht. Mann, er ist eigentlich ein cooler Typ. Das ist eine geile Basis irgendwie. Der hat Bock auf Fahrradfahren, der holt sich immer irgendwelche Kunden. Der hat so ein Schlurrenrad vorher gehabt mit so einem Fatbike. Das hat er dann getauscht jetzt gegen so einen Rockrider Rotz. Oh Mann, ey, 400 Euro. 400 Euro für einen Fully. Bringt euch nicht um, Leute. Ey, siehst ja, der hätte auch böse auf die Fresse fahren können mit dem Ding. Jetzt hat er sich das Schaltwerk hinten zerrissen.
Qualität ist A und O. Hast du bei den Rädern nicht. Die haben bestimmt doch teure Hüteräder. Also weiß ich, wie gesagt, weiß ich gar nicht. Ich war noch nie da. Aber das war keins. Wie gesagt, 400 Euro Fully geht nicht. Gibt's nicht. Gibt es einfach nicht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen. Und zwar in live. Das Witzige ist, wenn ich den Vlog hochgeladen habe, sind ja einige von euch schon hier. Wahrscheinlich, weil das wird ja schneiden und alles, das dauert ja mal ewig bei mir. Keine Ahnung, ob ihr euch das noch hinzerrt, bevor ihr losfahrt zu mir. Aber vielleicht guckt das ja bei der Fahrt sogar. Es ist total witzig. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Es wird bestimmt witzig, lustig, was auch immer. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es auch total ein Trauerspiel. Aber es wird für mich ein ganz normaler Sonntag mit neuen Bekanntschaften, mit Freunden sozusagen, mit neuen Freunden, neuen Bekannten, mit Kennenlernen und mit Spaß und so. Ey, wie gesagt, es ist ein Sonntag, es wird geiles Wetter. Ich bin so happy. Meine Tochter ist total aufgeregt, die Anouk. Die Lumen, die wissen noch gar nicht, was da los ist. Mal gucken, wie die reagiert. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Also wirklich, ich nehme einfach mal ein bisschen Zeit für meine Fans, unsere Fans, also zu sagen, für unsere Abonnenten. Gut, also, wir sehen uns morgen wieder, macht es gut, bis dann, ciao, euer Tommy. Und vergesst nicht, Daumen hoch, Kommentar schreiben, ganz wichtig. Abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und schaut euch auch die letzten Videos an, die nächsten Videos. Macht ruhig, macht wie ihr wollt, wie ihr Bock habt. Schaut auch mal, wenn ihr keinen Bock habt, alle zu durchforsten. Da habe ich so ein paar Playlist-Geschichten. Schaut mal, ob da was dabei ist. Was euch gefällt. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.